war der Sommer, bevor ich in die 9. Klasse kam. Ich war auf einer Poolparty bei meiner Freundin mit einem Haufen Menschen dort. Irgendwann, als meine Freundin, nennen wir sie doch Lilly, für uns Soda-Getränke holte, kam ein Mann zu mir. Ich kannte ihn nicht, doch da es nicht meine eigene Party war, habe ich mich nicht weiter darüber gewundert. Er lächelte mich an, er sah aus, als hätte er sich seit Tagen nicht mehr rasiert und er schaute mir nie direkt ins Gesicht. Ich machte ein paar Schritte zurück, mir war unwohl. »Hallo«, sagte er. »Hi«, antwortete ich. »Wie heißt du denn?«, fragte er. Ich nehme an, nur den Vornamen zu verraten würde nicht schaden, denn wir waren umgeben von Menschen im Hinterhof bei meiner Freundin. »Ich bin Carly«, sagte ich. »Und du?« »Rick«, antwortete er. »Hast du Spaß mit Lilly?« Ich beruhigte mich etwas. »Ich bin ein Freund von ihren Eltern«, setzte er fort, während er sich mir näherte. Seine Augen hatten keinen Fokuspunkt und er stank nach Alkohol. Und es war noch nicht mal abends. Mir wurde sehr unwohl bei der ganzen Sache und ich verabschiedete mich irgendwie unbeholfen von ihm. Als ich mich umdrehte, war er weg. Natürlich erzählte ich es Lilly, die daraufhin ihre Eltern informierte. Doch ihre Eltern antworteten, dass sie nicht wüssten, wer Rick sei. Ich drehte durch. Sie sagten mir, dass er möglicherweise ein Freund von den eingeladenen Gästen sein könnte. Ich zuckte die Schultern und nahm an, dass alles in Ordnung sei. Am späten Abend, nachdem die Party zu Ende ging, übernachtete ich bei Lilly. Ihre Eltern fuhren weg, um das noch übrig gebliebene Essen ihrer älteren Schwester zu bringen, da sie krank war und nicht zur Party konnte. Wir waren also alleine zu Hause mit ihrem älteren Bruder. Zusammen zockten Lilly und ich in ihrem Zimmer. Dann rief ihr Vater an. Er bat sie darum, das Licht am Pool auszumachen, da er es vergessen hatte. Meine Freundin war einverstanden und wir gingen beide zum Hinterhof. Ich wartete dort und las meine Nachrichten auf dem Handy, während sich Lilly um das Licht am Pool kümmerte. Als sie fertig war, gingen wir wieder rein und machten die Tür zu. Lilly und ich gingen wieder nach oben und zockten unser Spiel weiter. Dann fragte mich Lilly, ob ich schauen könnte, dass die Vorhänge richtig zu waren und ich stand auf. Ich blickte nach draußen und bemerkte, dass das Licht am Pool wieder an war. »Lilly?«, fragte ich mit einem unguten Gefühl. »Du hast doch das Licht am Pool ausgemacht, oder?« »Ja, habe ich«, sagte sie und kam zu mir. Da war eine Gestalt, die im Pool herumschwamm, doch leider konnten wir das Gesicht nicht sehen. »Ach, es ist nur Cody«, antwortete Lilly und sprach von ihrem Bruder. »Komm, lass uns ihn erschrecken.« Wir liefen zum Pool und schlichen uns durch die hintere Tür. Während wir im Busch warteten, sahen wir seinen Kopf aus dem Wasser herauslugen. Wir könnten ihn also jeden Moment mit einem Jumpscare erschrecken. Ich schaute nach oben zu einem der Fenster des Hauses. Die Vorhänge waren offen. Ich sah das beleuchtete Gesicht von Cody, als er seine Nachtlampe anmachte. Ich schnappte mir Lillys Arm und wir wussten beide, dass die Person im Pool nicht Cody sein konnte. Wir hatten unsere Handys nicht mitgenommen, damit sie nicht nass werden konnten. Schnell rannten wir zurück, doch er könnte uns sehen, bevor wir das Haus erreichten. Wir winkten Cody zu, aber er konnte uns nicht sehen. Plötzlich hörte das Plätschern im Pool auf. Mein Herz raste und ich konnte jeden einzelnen panischen Herzschlag spüren. Eine Hand griff nach mir und schubste mich nach vorne. Voller Angst schrie ich, Lilly ebenfalls. Als ich nach oben schaute, erkannte ich Rick. Und seinen Gesichtsausdruck werde ich nie vergessen. Noch nie in meinem Leben hatte ich ein gruseligeres Lächeln gesehen als seines. Ich hörte nicht auf zu schreien und mein Mund füllte sich mit Wasser, als er mich ertränken wollte. Ich schnappte nach Luft und realisierte, dass er auch meine Freundin festhielt, auch wenn sie nicht im Pool war. Er war stark und ganz klar krank. Er brüllte, Zeit zu schwimmen. Meine Freundin schaffte es, ihm ins Gesicht zu treten, wegzulaufen und die Tür hinter sich zuzuknallen. Er hielt mich fest und lachte gefällig, während ich weiter nach Luft ringte. Als ich dann das Gefühl hatte, ich würde sterben, hörte ich endlich die Sirene der Polizei. Er zog mich aus dem Wasser und warf mich auf den Boden. Ich brach mir den Arm. Und er verschwand. Die Polizei kam und fragte mich aus. Doch er wurde nie gefunden.
Ich werde diesen Moment nie vergessen, in dem ich dachte, dass ich sterben würde. Und auch nicht seine Augen ohne Fokus. Seitdem habe ich schreckliche Angst, nachts draußen zu sein. Besonders am Pool.